So, hallo, wir machen weiter bei Kaizo Kindergarten. Jetzt wieder im tatsächlich nächsten Part. Und das letzte Mal haben wir das Schloss angefangen, das Hauptschloss, also das Schloss in Welt 6, sagen wir es mal so. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Und sind jetzt im Raum 5 von 7. Ich glaube, es hieß, es sind 7 Räume und ich glaube, wir sind in Raum 5. Müsste hinkommen. Wo ich anscheinend erstmal rutschen muss. Und erstmal springen drücken muss. Ah ja. So ein Ding ist das. Übrigens bereitet mir gerade eine Sache Sorge. Nämlich, dass wir die Yoshi-Coin noch nicht haben. Oder haben wir die schon? Habe ich schon eine Yoshi-Coin gefunden? Nicht, ne? Ich habe keine Lust, hier nochmal durchzugehen. Uff. Aber der Raum hier scrollt auch nicht. Dann wird sie da wohl auch nicht sein, oder? So, stopp! Keine Yoshi-Coin. Wir werden gleich rausfinden, was in diesen Röhren passiert. Wahrscheinlich starten wir einfach vorne. Oh! Die vermeintlichen Trollröhren führen zur Yoshi-Coin! Oder nur die? Moment! Ich weiß jetzt ja, dass es die ist. Das ist schon mal gut. Aber sind es die auch? Oh mein Gott, ist das fies! Und war das gerade ein Zufall? Oh, ist das fies! Aber lustig, dass wenn ich gerade drüber rede. Wow! Okay. Okay. Alles klar. Alter. Boah, Panga, ne? Freund. Wait. Hä? Wie komme ich dadurch? Knallst du automatisch runter. Ich kann da nicht drüber rutschen. Ah, okay. Potenziell könnte ich mich mit denen ein bisschen schneller wieder machen. Die Dinger zu treffen ist auch Glück, oder? Mein Gott. Das mit der ich komme nicht drauf klar. Wow, was ein Glück. Aber oh, wenn ich mir vorstelle, dass ich alles hätte nochmal spielen müssen bis hierher, um die zu finden. Ja gut, aber... Achso, ich soll hier gar nicht mehr rutschen, oder was? Ich soll da klein werden. Sehe ich das richtig? Ist das der Pfeil, dass ich da klein werden soll?
Oder komme ich da irgendwie groß durch? Sag mal. Ich wüsste halt nicht, wie ich da groß durchkommen soll, ne? Weil ich rutsche nicht drüber über das Ding. Das geht einfach nicht. Ich bin da unten. Da ist vorbei. Egal, was ich mache. Gut, dann komme ich da durch. Ich wüsste nicht, dass ich da durchkomme. Wir probieren es jetzt erstmal ohne. Und setzen dann mal einen State, bevor wir zur Disco Shell kommen. Aber er drückt halt hier, sagt halt hier B und unten. Ich muss da rüberrutschen können. Fuck, ich muss bestimmt groß sein. Na, eigentlich soll ich jetzt irgendwie so sein. Eigentlich komme ich dann irgendwie. Also geduckt komme ich da jetzt eigentlich dann praktisch an. Ja, es ist leider, sagt mir die eindeutig, dass ich hier geduckt sein muss. Das heißt, ich müsste auch noch groß sein. Das heißt, wir müssen irgendwie rausfinden, wie ich da groß bleiben kann. Ist es einfach nur die Geschwindigkeit? Na, ich muss da schnell abspringen. Das müssen wir gleich alles dann nochmal machen, wenn ich geduckt bin. Aber ich muss mir erstmal den Rest angucken. Na komm. Kooperiere. Ja, ich sehe, was kommt. Uff. Gut. Gut, wie behalte ich den Speed? Was sieht's denn noch? Habe ich 59, ne? So. Hier geht's halt enorm schnell runter. Und da habe ich dann das Problem. Dass ich nicht weiß, wie ich drüber komme. Ich habe halt gedacht, vielleicht kann ich. Hier das irgendwie nutzen, ne? Dass man hier so. Weil ansonsten zieht es mich halt einfach darunter.
Wahrscheinlich muss ich einfach rechtzeitig den Sprung... ich glaube, ich weiß, wie es geht. Wenn ich den Sprungknopf gedrückt halte, rutsche ich dann einfach drüber. Ah, ja moin. Ja, da hätte ich aber drauf kommen können. Ups. Okay, und da muss ich dann aber... Da muss ich anhalten. Und dann geduckt springen, so wie vorhin auch. Okay. Das schaffe ich nicht alles in einem Zug. Weil mich der Teil hier jedes Mal killen wird. Ja, das meine ich. Aber da werde ich keinen Zwischenstate setzen. Ich setze hier den einen und dann machen wir den Rest so. Also bis zur Tür setze ich keinen State mehr. Ich will da nicht übertreiben. Warum eigentlich geduckt? Mal im Ernst, das geht doch auch so, oder? Oder macht mir das die Viecher hier Probleme? Ah, okay. Oh, es ist so dumm, auf Eis Anlauf zu nehmen, ne? Puh. Ach komm! Nein! Dieser Sprung am Anfang hier ist echt blöd. Ich weiß nicht, ich käme einfach direkt auf die Disco-Shell. Oh, mein Gott. Und das danach ist dann nicht mehr so doof, aber der Sprung da am Anfang ist doof. Gott. Nicht verhauen! Nein! Oh, wenn ich jetzt noch die Taste gedrückt hätte, ne? Nein! Aber wir kommen der Sache mal wieder kurzzeitig näher. Jetzt werden wir erstmal wieder ein paar Mal zwischendrin failen. Oder auch nicht. Na. Ah. Nein. Hauptsache, ich laufe nicht mehr hier von der Plattform runter. Das wäre echt dumm. Das sind so Fehler, die mich aufregen. Nein. So close. Warum habe ich den geladen?
Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich vorher Quatsch mache. Jetzt immer so ein bisschen hält's und dann bricht's wieder zusammen. Ne? Gleich lauf wieder von der Plattform runter. Sag ich doch. Gott. Nein. Warum kann denn nicht mal eine Sache konsistent klappen, wenn sie ein paar Mal geklappt hat? Warum muss erst nochmal mehrere Minuten vergehen, bis es dann funktioniert? Dumme Naturgesetze. So, jetzt lass mich da... Mist! Nein! Nein, zu spät gesprungen. Komm schon. Nein! Oh Mann, da fehlt doch nicht mehr viel. Nein. Nein. Mann. Come on. Nein! Komm schon! Weißt du, wir waren von so oft knapp dran und jetzt mache ich wieder nur noch Blödsinn. Wie viel Zeit da schon wieder vergeht und wir es längst haben hätten können. Und es geht halt auch auf die Finger nach einer Zeit. Meine Nerven. Vor allem, man versteht es halt nicht, ne? Es klappen Dinge, die vorher geklappt haben, klappen plötzlich nicht mehr. Und jetzt! Dankeschön. Oh mein Gott. Bruder. Du Hund, Alter. Puh. Oh. So. Was haben wir denn jetzt hier für einen Spaß? Okay. Behalte ich dann wohl eine Weile? Oder mache ich da... Soll ich hier einen Shell-Jump machen? Oder was soll ich da machen?
Geht gar nicht anders als. Aber ich. Muss ich die mitnehmen oder was? Was will der hier von mir? Frage ist, geht der Sprung ohne die Shell? Also geht das ohne den Shell-Jump darüber? Irgendwie ja nicht, ne? Soll ich hier den Shell-Jump einfach machen, oder was? Was soll ich hier tun? Ich verstehe schon den Anfang des Raumes nicht. Was ist das? Aber wenn ich die nicht mitnehme in zwei Raum, sind dann da solche Seile. Die Seile ergeben ja keinen Sinn, wenn ich die nicht mitnehme. Gut, die ergeben schon Sinn, wenn ich sie nicht mitnehmen soll, aber... Ich glaube halt, ich muss die mitnehmen. Aber ich sehe dann nicht, wie dieser Sprung funktioniert, wenn ich die mitnehmen soll. Und wenn... Nee, wir probieren es erstmal mit Shell-Jump an. Das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Weil dann wären die Stacheln da unten nicht da, wenn ich einfach nur da drüber müsste. Na, dann bräuchte ich dieses Setup für den Shell-Jump gar nicht. Das sieht halt relativ gut wie ein Setup für den Shell-Jump aus. Ja, da ist die nächste Shell. Okay, alles klar, da ist die nächste Shell. Gut. Dann passt das schon, dann ist das ein Setup für den Shell-Jump. So. Also, was will ich? Ich will über den Chuck an die Shell. So, das ist schon mal klar. Dann drücke ich natürlich den Schalter, aber ich glaube, ich will den Chuck noch ein bisschen mitnehmen. Der soll darüber rennen, oder wie sehe ich das? Oder mache ich das mit der Shell wieder? Erstmal holen. Hoch wollte ich nicht. Ich brauche den nicht. Nee. Das war jetzt allerdings auch ganz ungünstig. Aber so kann ich darüber. Es wäre halt auch möglich gewesen, wenn er da rüberläuft, dass man dann das Ganze macht. Aber schneller geht es auf jeden Fall mit der Shell. Die Frage ist nur, ob ich es mitnehmen muss. Aber wenn hier ein P-Switch ist, muss ich sie ganz sicherlich nicht mitnehmen. Ne? Das ist so der Gedanke jetzt gewesen. Der Gedankengang. Wenn da drüben ein P-Switch kommt, dann will ich die Shell nicht mitnehmen. Wir machen hier keine Double Grabs oder so ein Quatsch. So, einmal... Ach, das war dann der Raum schon. Was tue ich denn? Oh mein Gott. Okay, dann ist der Raum eigentlich ohne Safe States wirklich möglich. Gut. Gut. Kann man so machen? Muss man nicht. Ist der Raum sogar sehr einfach ohne Safe States möglich? Was zur Hölle? Okay. Man muss halt dann den Teil vom Anfang ein paar Mal nochmal spielen, aber das geht eigentlich, oder? Sehe ich da irgendwie jetzt eine Schwierigkeit, die mir noch nicht so ganz bewusst ist? Weil so wild war das jetzt auch nicht, hierher zu kommen. Man hat hier genug Zeit zum Ausruhen, dann muss man das halt ein paar Mal hinkriegen. Das geht. Ich mach's jetzt nicht, aber es geht. Also das würde ich mir mit ein bisschen Zeit zutrauen. So, jetzt ist halt hier das Problem, dass ich den nicht vernünftig loslassen kann. Besser wär's, ich würde da gleich draufspringen, nachdem ich ihn hochgeworfen habe.
Das wäre eigentlich wirklich besser. Du könntest ja immer so machen. Na. Ach so. Da kommt noch was runter. Das, Ah, nee, das geht nicht. Ich wollte gerade sagen, wait, aber... Das geht leider nicht. So wie ich mir das gerade gedacht hatte. So, easy. Also gut, ja, mit dem State war das lame. Gebe ich ja zu. Okay, was kommt hier? Den muss ich werfen und dann muss ich auf dem entlang sausen. Cool. Erstmal gut erwischen. Ich erwische ihn gerade noch nicht wirklich gut. Das sieht gut aus. Da muss ich schneller sein. Und dann geht er auch schon kaputt, dann ist die Reise auch schon zu Ende. Ah, komm schon. Ist die Reise schon zu Ende. Und dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann segeln wir hier ein bisschen hin und her. Noch ein bisschen knapper, dann passt das. Okay. Ah, ja gut, dann starten wir von vorne den Raum. Ups. Nein. Oh, bin ich jetzt so langsam, dass ich nicht mal den mehr kriege? Oh. Das habe ich ja gut gemacht. Warum ist dann nochmal so ein blauer Block? Wobei, auf dem blauen Block kann ich erstmal pausieren, ne? Da sollte ich erstmal meine Ruhe haben gleich. Da muss ich mich erstmal auf die Säge konzentrieren. Eieiei. Ich treffe halt die Säge nicht. Was ist das denn? Warum bin ich denn so inkompetent auf der Säge zu reiten gerade? So, hier kann ich erstmal... Oh nein, kann ich nicht. Oh, jetzt ist die weg. Oh nee. Oh nein. Das ist nicht... Nicht, was ich suche.
Okay, da muss ich staten. Sonst drehe ich durch. Okay. Ich trau mich nicht da unten, wobei es wäre nicht schlimm, wenn ich mich verstate. Dann lade ich es halt nochmal. Zum Glück ist die relativ langsam. War auch nicht so langsam. Okay, der passt. Was kommt da jetzt alles? Ich muss die doch mit Sicherheit wieder fangen. Ja klar, und gleich... Oh mein Gott, gleich darf ich den übernehmen, ja? Oh Mama. Gott, die Stelle ist super unangenehm. Der ganze Raum ist unangenehm. Was? Was? Den kriege ich doch gar nicht mehr jetzt wieder. Den muss ich dann da fangen, oder wie, den Block? Kann man den fangen, nachdem man den losschickt? Hä? Das muss ich mal testen. Und was soll ich da tun? Hä? Soll ich da nur drauf spinjumpen oder was? Damit ich da rüberkomme. Weil ich sonst nicht rüberkomme oder wie? Ist deswegen da das Yoshi, damit ich den Spinjump behalte? Und dann soll ich auf den Block spinjumpen. Und dann komme ich über die Stacheln. Was ist das? Will mir der Autor das damit sagen? Der Künstler. Ich komme nicht mehr in den Block zurück. Okay, guter State. Das ist das Einzige, was ich tun möchte. Okay, cool. Das ist auch so ein Raum, wo ich sage, den würde ich niemals ohne State schaffen. Auch nicht mit nur einem oder so. Hä? Bisschen muss er anscheinend erst fallen.
Oh, meine Finger! Meine Hand! Alter! Wollen wir nicht kaputt machen? Nein! Das hätte ich mich nur noch fallen lassen müssen, dann hätte es geklappt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! So, ist mir jetzt egal. Go, der Welt! Wo wäre hier der Troll? Kein Troll. Oh, Himmel! Was kommt denn jetzt noch? Hä? War das der 7. Raum? Das ist aber nicht der, an den ich denke. Grüße gehen raus. Bitte, was? Der hat doch nichts gepoppt. Bin ich jetzt doof? So, bei ASM kommt auf jeden Fall wieder Biop dann vor. Yay! Okay, bei Tools, aber es ist ja ASM quasi. Er ist nicht quasi ASM, aber bei dem Programmierzeug. Ey, Biop ist in jedem Hack, ne? In jedem Hack steht der am Ende, den ich spiele. Immer wenn es um ASM geht, sick. Yay. Das alle ohne Self-State, die Verrückten. Ja. Naja, Graduate sind wir nicht. Wir haben nämlich. Oh, die Musik ist großartig. Aber wir haben ja gespickt. Also. Naja. Aber es muss ja trotzdem, ich wollte gerade sagen, es muss ja noch was kommen. Ich meine, uns fehlen theoretisch 5 Yoshi-Coins. Ne, eine habe ich hier ja schon gesammelt und die ist ja auch schon abgehakt. Das heißt, 5 müssen noch aus der anderen Welt kommen. Das heißt, bevor wir uns da weiter umgucken, werden wir hier weitermachen. Ich finde es übrigens super, wie mal die Münzen angezeigt werden und mal nicht. Okay, wir haben sie jedenfalls. Hier müssen jetzt noch 5 Level kommen, sonst bin ich verwirrt. Ja, das wird wohl auf 5 Level hinauslaufen. Wo auch immer die sind, aber das wird wohl auf 5 Level hinauslaufen. Harder Item. Okay, da werden jetzt interessante Sachen kommen. Ich bin gespannt. Danke fürs Zuschauen und tschüss.